Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war Shoppen. Das ist diesmal ein bisschen was mehr und da kommt auch noch demnächst noch was dazu, da weiß ich aber noch nicht, wann es geliefert wird. So, und zwar, das habe ich ja, ich habe eben schon Weihnachtsspezial gemacht, also das Weihnachtsvideo, was ich zu Weihnachten verschenken werde, also Odin war Shoppen Weihnachtsspezial, so wie ihr das kennt, jedes Jahr. Da waren die beiden Sachen mit bei, aber da möchte ich halt nicht so lange warten, bis ihr das sehen könnt. Habe ich ein, also das war mit bei, obwohl das nicht zu Weihnachten ist. Ja, das sind so Fische, aufklebbare Fische, die kommen im Badezimmer. So Wandtattoos kommen im Badezimmer ran, um das Badezimmer ein bisschen zu verschönern. Dann habe ich das gekauft. Das ist so ein Pummel-Einhorn, ja? Kennt ihr? Ja, so bunte Pummel-Einhorn. Das habe ich gekauft, um es meiner großen Tochter zu geben, damit sie es der kleinen Tochter schenken kann, wenn wir sie im Krankenhaus besuchen. Ja, doch, ist doch richtig. Der großen Tochter, dass sie der kleinen Tochter schenken. Ja, ja, das ist so ein Pummel-Einhorn halt. Und ich will es auch jetzt nicht auspacken, das ist alles noch original verpackt. Den packe ich euch in die Videobeschreibung. Und dann hat dann die kleine Tochter, kriegt dann was von der großen Tochter, also von Schwester zu Schwester. So, dann habe ich mir heute New Balance gekauft, bei uns hier im Ort. Neue, weil ihr wisst, ich kaufe mir einmal im Jahr kaufe ich mir neue Schuhe. Das reicht für mich aus, ein Jahr lang. Ja, das sind diesmal graue New Balance. Sieht man das? Grau mit einem silbernen N und mit weißer Umrandung innen drin grau. Meine Frau sagt, die findet sie schöner als die schwarzen oder braunen, weil hier alles grau ist. Ich mache das eigentlich immer so seit Jahren. Also seit 20 Jahren mache ich das eigentlich so. Ich kaufe mir einmal im Jahr ein paar Schuhe oder wenn sie vorher kaputt gehen, vorher. Und dann hole ich mir entweder komplett schwarze, da ist das N auch schwarz. Oder ich hole mir die schwarzen mit einem weißen N und dann hier so auch so weiß und hier das Schild ist weiß und danach das ja wieder komplett schwarze. Aber immer komplett Leder. Ich hatte am Anfang früher das die genommen, wo hier vorne Stoff mit ist. Oder hier auch an der Seite Stoff. Bin ich nicht mehr zufrieden mit. Leder sieht schöner aus und mir fallen die Stoffdinger, mir fallen mir persönlich nicht. Ja? Und deswegen eigentlich immer schwarz, dann schwarz-weiß. Schwarz, schwarz-weiß und jetzt seit Jahren, also ich habe im Schrank mehrere schwarze und schwarz-weiße. Jetzt habe ich vorher ja schon experimentiert, also eigentlich wollte ich davor das ja schon experimentieren, weil Frau gesagt hat, immer die gleichen, machen wir was anderes. Habe ich die braunen, weißen oder gelblich sind die ja, also sieht nicht ganz weiß aus, hell dunkelbraun geholt. Die hatten ja diesen Kratzer, die habe ich ja wieder zurückgeschickt, dann wieder schwarz-weiß geholt. Jetzt wollte ich diesmal wieder schwarz-weiß oder schwarz. Hat Fräuchchen gesagt, mach doch mal was anderes. Und deswegen habe ich gesagt, na gut, machst du noch mal was ganz Neues. Nimmst du grau. Die hatten sie auch in blau, hatten sie runtergesetzt. Die haben sie auch bei Amazon runtergesetzt. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Bei Amazon sehen die aber ein bisschen heller aus als die, hat meine Frau gesagt. Obwohl die gleiche Beschreibung ist und so. Und ich hatte echt Angst, dass ich wieder bestelle und dann sind die zu hell oder... So wie mit den Braunen, die dann halt den Fehler hatten, und ich muss die Scheiße wieder zurückschicken, wartest ewig auf dein Geld. Und nee, das hatte ich keinen Bock, deswegen gleich hier direkt bei uns im Ort bei Sport 2000 gekauft und fertig ist. So, die stellen wir mal rüber. Dann, ich werde auch versuchen, die gleichen Artikel wieder reinzupacken, die ich geholt habe. Dann habe ich einmal einen Tischläufer geholt, also ein Zweier-Set Tischläufer. Für meinen Wohnzimmertisch, also für den normalen Wohnzimmertisch, den ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil meine Frau auf der Couch liegt. Und mit dem gleichen Muster auch noch meine Tischdecke. Ja, für hier, für den Unboxing-Tisch. Beziehungsweise Esstisch. So, dann haben wir auch bei Repo, wo wir die Aufkleber geholt haben, hat Frauchen auch so Eulendinger gekauft, zwei Stück, 2x5 Meter, das sind Bordüren für die kleine Tochter, ihr Zimmer. Und was übrig bleibt, kommt bei der großen Tochter ins Zimmer an der Seite ran, weil da brauchen wir nur eine Seite. So, dann hat Frauchen geholt für ihren Schrank, die hat sowas schon am Schrank und das sieht aber doof aus, weil es einzeln ist und jetzt hast du das hier voll verhakt, Hasi. Das sieht doof aus, weil es einzeln ist und sie braucht da halt mehr und viel mehr und überhaupt. Ja, weil der Schrank weiß ist. Weil der Schrank weiß ist. Wenn die Wand weiß ist.
Deswegen hat sie sich dann halt nochmal so ein langes Ding, was ist das, Gift-Efeu? Efeu. Efeu. Aus Plastik geholt, was sie dann oben runterhängen lassen kann. Einfach, dass es schön aussieht, weil der Schrank so weiß ist und die weiße Wand und was weiß ich. So, dann hatten sie heute bei Rossmann? Rossmann? Rossmann im Angebot. Boah, die stinken aber extrem, selbst durch die Packung durch. WC-frisch, blau, also von wem sind denn die eigentlich? Von WC-Ente oder so, wa? WC-frisch, ja, das ist von der WC-Entenfirma da oder so. Haben sie runtersetzt auf 1,11 Euro. Da haben wir, also Fräuchen hat auch welche gekauft. Ich habe mir blau-weiß geholt. Blaue Kraft aktiv. Was? Macht das Wasser blau, ist schön. Ja, dann macht das Wasser blau. Kraft aktiv. Also das ist blau-gelb. Dann habe ich mal zum Probieren geholt. Blaue Kraft aktiv, aber halt mit blau-rosa. Also blaue Kraft aktiv, wartet mal. Blaue Kraft aktiv, einmal blau-weiß, einmal blau-rosa. Und dann Kraft aktiv Lemon ist das, das blau-gelbe. Und dann haben wir hier nochmal Türkis Kraft aktiv. Schon wieder Kraft aktiv, aber Türkis halt. Wie gesagt, die hatten sie da im Angebot, da haben wir dann zugeschlagen. Frauchen hat auch gleich wieder ihre komischen, wie heißen die komischen Tücher, die du immer nimmst, die gelben? Allzwecksreinigungstücher hatten sie auch runtergesetzt, hat sie gleich einen Stapel geholt. Dann waren wir auch noch bei Kick. Ich habe auch noch Amazon-Zeug hier. Dann waren wir bei Kick. So, da habe ich mir erstmal Simpsons-Socken geholt. Hatten sie mal wieder da, auch in den größeren Größen. Ja, ich habe schon keine Simpsons-Socken mehr, die ganz sind, weil die halten ja auch nicht ewig. Und dann musste ich mir einfach mal einen Dreierpack mal wiederholen. Die sind dünn, die sind gut. Ich wollte noch die ganz bunten, aber ne, den doch lieber noch. Ich hoffe, dass es das bei Kick wieder öfter sowas gibt. Weil früher hatten sie ständig diese, und ich habe die auch immer zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten von meiner Mutter gekriegt, immer ein Paket oder zwei Pakete Socken. Ja, jetzt gibt es die halt selten. Dann, achso, die sind auch von Kick. Da haben wir uns so, habe ich mir so Tüten verschließt. Dingsbums geholt in Blau. Verschlussclips in Blau, in Grau und in Grün in verschiedenen Größen. Die hatten sie auch gerade, aber die abgerundeten hier, die fand ich ganz schön, weil so Ecke haben wir schon. Deswegen ditte. Entschuldigung. Wegen meinem Müsli und wegen meinem Kaffee, den man nicht verschließen kann, den Genusskaffee. Also mit Nussaroma und sowas alles, den kann man halt schlecht verschließen. Da ist bei Ena schon eine Packung oben das Ding so ein bisschen kaputt. Und da kann man dann alle Dude verschließen mit. Wo waren wir denn dann noch? Ach so, dann nee, habe ich hier noch was vom Mediamarkt. So, das hatte ich mir vor ein paar Tagen beim Mediamarkt bestellt. Eine SanDisk 128 GB Karte. Seht ihr das? Ja. Da, 128 GB. Hatten sie runtergesetzt auf 19 Euro. Und da musste, oder 19 Euro ein paar zerquetschte und da musste ich zuschlagen. Die bleibt auch erstmal so verpackt. Ich schneide hier oben nur ein bisschen was ab, damit es halt nicht so breit ist. Also ich. Hoppala. Na gut, so jetzt gleich kaputt. Ich schneide das halt hier ab und hier unten so ein Stück ab und dann habe ich so ein kleines Fach und dann packe ich in mein Kamerazubehörfach. Also das ist da oben. Das ist dann für die Kamera, wenn die SD-Karte hier nicht mehr will. Dann habe ich einen Ersatz und ich habe auch ein Ersatzmikrofon, das ist auch da drin, weil ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, einige wissen es, aber nicht viele, so eine SD-Karte hält nicht ewig. Die hat eine bestimmte Dauer, wie lange sie hält und das richtet sich nach den Zugriffen. Wenn ich jetzt ein Video mache hier, dann habe ich einen Zugriff auf die Kamera in dem Augenblick, um die Dateien raufzupacken. Also die sind erstmal so, ist ein Zugriff. Dann greife ich nochmal zu, um sie rüber zu kopieren auf dem PC. Dann nochmal einen Zugriff, weil ich sie lösche. Und dadurch verringert sich die Lebensdauer von so einer Karte extrem. Im Handy hält sie, also da hält sie schon ein paar Jahre. Das ist kein Problem. Das habe ich alle schon gesehen. Meine 64 GB, die hatte ich im Samsung drinne. Ach, die hatte ich ja davor schon im Samsung drinne. Die hatte ich im S3, dann im S, nee, Quatsch, im S5, im S5 Neo. Und jetzt ist er in meinem Huawei drin. Und die macht immer noch keine Mucken. Aber wenn es mal wieder eine runtergesetzt gibt, ich hatte jetzt nicht so viel, deswegen nur eine, aber das haben sie öfters beim Mediamarkt.
dann werde ich sowas nochmal holen. Wenn ihr so eine Tipps haben wollt, wenn es irgendwo was billiger gibt, online-mäßig, so wie PlayStation Plus gerade momentan für 47 Euro anstatt 59 Euro. Link packe ich euch dazu auch mal in die Videobeschreibung. Dann abonniert doch mal meinen Telegram-Kanal. Da werden Technik-News gepostet und auch sowas, wenn sowas irgendwo gerade richtig für lau gibt. So. Achso, dann haben wir heute auch noch bei Netto, habe ich mir geholt hier so Patex, Kleber, alles Kleber. Habe ich mir 3 Packungen geholt. Das ist immer ganz, wenn du Kinder hast und eine Frau, die manchmal ein bisschen ungeschickt ist, ist es immer sicher, dass man sowas hat. Also mit meinem letzten, was ich hatte, habe ich meine Schlafzimmerlampe geklebt. Die hat meine Frau runtergedonnert. Dann, was habe ich noch geklebt? Den Drachen habe ich geklebt von mir. Der ist mir aber runtergefallen. Dann Schuhe, also Rumtreibeschuhe, die meine Tochter draußen anhat. Da war unten so ein bisschen die Sohle. Und das habe ich dann, also vorne, also da wo, also wie heißt denn das, was da vorne raniert? Der Übergang von der Sohle zum Zeh. Das ist halt abgegangen. Das geht bei ihr ständig ab. Die hat neue Schuhe, das ist innerhalb von 1-2 Tagen ist das ab. Und dann klebe ich das fest, weil die sind neu, die halten noch gut und zack, für draußen ist das ein. Oder wenn ihr Spielzeug kaputt ist oder so. Es ist immer, wenn ihr Familie habt und so, ist das immer ratsam, alles Kleber da zu haben. Papa, kannst du mir den mal kleben? Und dann habt ihr immer was da, habt davon ausreichend da. Verbraucht die dann auch rechtzeitig, weil die halten auch nicht ewig. Das steht hier irgendwo drauf. Wie lange die halten, glaube ich, keine Ahnung. Irgendwo steht das drauf. Und ja, dann habt ihr immer was da. Und halt. Sicher vor Kindern aufbewahren. Das ist auch. Was? 1 Euro haben die. Genau. Hatten sie runtergesetzt. 1 Euro nur gekostet. Bei Netto. Beim roten Netto. So. Dann hatten sie da auch im roten Netto. Das. Achso, das haben wir noch bei Kiki geholt, wa? Das war auch bei Netto. Achso, dann haben wir bei Netto noch so Untersetzer gekauft. Auch für 1 Euro haben sie da in dem Kramregal. So, dann. Habe ich 2 Glühbirnen gekauft. Also einmal eine 55 Watt Glühbirne. Ich packe die mal kurz aus für euch. Na, so. Mit dem großen Gewinde ist das. Mausi aus. So, die ist die mit dem großen Gewinde. Auch LED. Da habe ich 2 geholt, da werde ich aber auch noch 2 holen oder wenn ich beim nächsten Mal einkaufen bin, nochmal 3 oder 4, wenn sie noch da sein sollten. Weil für 1 Euro, da kann man nichts verkehrt machen. Vor allen Dingen ist LED. Und jetzt erstmal 2, dass ich auf Reserve habe. Einmal für meine Tochter ihr Zimmer, für die Decke und einmal für die Küche oder Badezimmer. Da sind die beides jedenfalls die gleichen drin, deswegen muss ich da dann auf jeden Fall nochmal holen. Dann habe ich hier noch die kleineren geholt. Die haben 25 Watt. Da muss ich aber auch noch welche kaufen. So, das sind die mit dem kleinen Gewinde. Die sind jetzt, 2 habe ich geholt für die Nachttischlampen. Ich muss das hier nur drin machen. Und ich muss da dann auf jeden Fall, weil ich hatte nicht mehr so viel Geld bei, ich habe heute hier über 100 Euro ausgegeben für Weihnachten und die ganze, meine Schuhe und die ganzen Klimbim-Zeug. 2 für die Nachttischlampen, einmal für mich, einmal für meine Frau. Ich brauche aber noch 8 muss ich noch holen. Auf Reserve in den Schrank packen. Für 4 im Flur und 4 im Schlafzimmer. Ja, und dann bin ich eigentlich gewappnet. Dann habe ich da eigentlich auch alles da. Ach, die Katzenbeutel fehlen. Hase, wo sind denn die Katzenspielzeuge? Hast du die irgendwo, dass ich die auch noch zeigen kann? Dann kommen wir zu, auch wieder was fürs Kind geholt. Nose Frieda. Das ist ein Rotzesauger. Also machst du hier in die Nase vom Kind rein, kann man, ich öffne das mal, das spülen wir ja sowieso durch. So. Das sieht so aus.
Und das große Ding ist hinter der Tür, wa? Und den Laserpointer vom Schlafzimmer. Ich danke dir. So, das sieht aus wie so ein großer Stift. Seht ihr das? Und da ist oben so ein Filter. Der ist da schon drin. Seht ihr das? Ja. Und hier ist so eine Tülle. Und da zieht man dann dran. Und dadurch, das packt man hier bei der Kind, beim Kind an die Nase ran und zieht. Und dadurch zieht man die Rotze ab. Und dann halt der Filter, dass man die Rotze vom Kind nicht im Mund hat. Also so. Ja, und das ist halt auch nicht mit viel Druck. Also ihr könnt ruhig ziehen, wie ihr wollt. Der Filter drosselt das schon. Und dadurch zieht ihr dem Kind nicht das halbe Gehirn aus der Nase raus. So, und da ist jetzt das Problem gewesen. Da ist ja jetzt hier nur ein Filter drin und ein Filter ist mit bei. Das, also der Schwamm ist hier, nee, Quatsch, drei sind mit bei. Da, Dreier. So. Das sind so Filter, die zieht man dann hier raus und dann packt man die da rein. Und man muss am Anfang beim Kind, es kann es ja noch nicht schneuzen. Das kann es ja erst später, hat mir meine Frau erklärt. Und deswegen sollte man das einmal am Tag, alle paar Tage machen. Wenn es schnoddrig ist. Ja, auch wenn Schleim drin ist, aber das ist jeden Tag vom Brabbeln alle drum und dran. Also kannst du wahrscheinlich jeden Tag ein, zwei Mal ansetzen. Aber wenn es nötig ist, also nicht. Ja, es kann aber nicht abspulen. Aber nicht standardmäßig, nur wenn. Nur wenn es nötig ist, wenn es Rotze drin hat. So, einmal ist drin, drei Filter sind mit bei. Dann habe ich aber dazu noch Filter gekauft. Hier sind 20 Stück drin. Seht ihr das? 20 Stück sind da drin. So, dann haben wir hier 2, 4, 6, 8. Also 80 Filter sollten erstmal für ein paar Monate reichen, denke ich mal. Hier ist auch was drin gelaufen in den Karton, Hasi. Keine Ahnung. Sollte erstmal reichen. Da musste ich dann, ich habe auch noch für meine Tochter einen Stuhl gekauft. Den kann ich euch jetzt nicht zeigen, da sitzt die gerade drauf. Die große Tochter, da sitzt die gerade drauf, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, die kam eben von der Schule. Da musste ich extra den nicht schwarz, also einen komplett schwarzen Stuhl in blau-schwarz machen. Ich wollte eigentlich nur blau, der war von der Firma, nur schwarz von der Firma, aber blau-schwarz war von Amazon, weil die Filter, das waren Amazon Plus Produkt. Das heißt, man muss mindestens 20 Euro im Warenkorb haben. Ja. Dass man die für den Preis kaufen kann. Die kosten normalerweise 6 Euro, war 5,99. Ja, und ich habe sie für 2 noch was gekauft. 2,99 gekauft. Und da muss man aber 20 Euro drin haben. Hatte ich nicht. Dadurch, dass der Stuhl 39 war. 39 hat der Stuhl gekostet, dass der nicht von Amazon war. Und dann habe ich noch einen von Amazon gefunden, der dann halt schwarz-blau war. Und der, aber der hat meine Tochter. Da packe ich euch nur ein Bild runter oder blende jetzt hier mal ein Bild ein oder so. So, das. Dann machen wir erstmal noch das, bevor wir zum Katzenspielzeug kommen. So, habt ihr ja auch alle immer gesagt, weil ich ja vorhin, ja, hatte ich ja das Problem, meine Lichterketten sind abgeschmiert. Wie viel sind mir abgeschmiert? 3 oder 4 Lichterketten, oder? Meine originale Lichterkette, die ich von meiner Oma gekriegt habe. Die hatte ich schon ewig in den Wackelkontakt. Ja, dann die bunte, die weiße mit den Kugeln und die ganz andere, die vierte, die war dann, ging dann mal. 3 sind mir abgeschmiert, oder nee, 5. 4 habe ich mir. Keine Ahnung. 3 oder 4 Lichterketten sind mir wirklich an einem Tag kaputt gegangen beim Rufmachen. Erst geht sie, ich teste, alle geht. Mach sie ran, geht nichts mehr. Ich habe keine Ahnung. Da habe ich mir jetzt hier was gekauft. Das sind Funkketten. Ich hatte ja erst, ich hatte ja im letzten Video oder vorletzten Video euch schon mal was gezeigt. Da hatte ich dann diese Weihnachtsbaumkerzen geholt. Ja, aber halt mit Kabel. Und die habe ich jetzt bei Amazon gesehen und Frauchen auch. Und jetzt Frauchen sagt, ach, mach doch nicht. Und na, auf ihn hat es doch gut. Dann habe ich sie dann einfach bestellt. Also nachdem ich das alles bestellt hatte, das hat hier teilweise ewig gedauert, bis da war. Hier Nose Frieda kam ziemlich, nee, die Filter kamen ziemlich schnell. Nose Frieda hat einen Monat gebraucht oder knapp einen Monat, bis sie da war, weil von irgendeinem Anbieter kam. Das Katzenspielzeug, das hat knapp über einen Monat gedauert, bis sie da. Also habe ich alles vor dem Monat bestellt. Das kam aber jetzt erst. So, und dann habe ich mir so Funkdinger bestellt. Eine habe ich schon drin gemacht. Die sehen so aus. Ja, 40 Euro haben die gekostet mit dem unteren dran. Und
30 Stück sind da drin. Und 30 Batterien waren auch gleich mit bei. So, ich habe aber jetzt hier mal eine von mir gemacht, weil ich die nicht anfangen wollte. On 1. Hier, dann haben wir einmal so wie flackern, wie so eine Kerze. So, dann flackern mit bunt. Ne, mit kalt, oder? Ja, mit kalt. Kalt-weiß. Und dann haben wir einmal bunt. Aber haben wir flackern hier nicht? Warte mal, plus. So, na jedenfalls bunt, also das ist jetzt hier Farbwechsel, also von Rot auf Grün und gleich geht es dann halt in Türkis und in Blau. Und dann haben wir noch On 4. Da kann man dann halt auch so einen Farbwechsel machen. So, dann kann man sagen 8 Stunden, dann geht es 8 Stunden, dann geht es nach 8 Stunden wieder aus. So, off. Das habe ich gekauft. So. Dann habe ich für meine Katzen so Katzenminzenbeutel sind das geholt. Das sind 5 Stück. 2 sind schon raus. Ich zeige euch mal einen grün. Einen rosa und einen braun habe ich schon rausgepackt. Damit spielen die schon. Ja. Das hat nur einen halben Monat gebraucht, bis es da war. 3 oder knapp 2-3 Wochen hat es gebraucht. Dann war das da. Der hat hier auch ewig gebraucht. Das ist auch so ein Katzenminzebeutel. In Form von einem Fisch. Der macht auch so Raschelgeräusche. Da flippen die voll aus am Anfang. Haben sie gerochen und dann, sobald sie damit gespielt haben, hat der komische Geräusche, sind sie weggerannt. Jetzt ab und zu mal. Also mit den Katzenminze-Kissen, die ich damals gekauft habe, haben sie ein bisschen mehr gespielt. Dann, achso, die muss ich auch noch dazu packen. So. Dann habe ich einen Laserpointer gekauft. Ja. Der hat hier so ein Band dran. Der hat auch, der ist auch ladbar über USB. Der USB-Kabel war mit bei. Und der hat jetzt hier auch, kann da auch anheften. Hier oben zum Beispiel. Der hat jetzt nicht nur Laserpointer, also der hat einmal rot. So wie ihr das seht, hier rotes Licht. Ja. Dann hat er danach blau. Aber das halt das Blau, wo man halt hier weiß zum Leuchten bringt. Wartet mal so. Schwarzlicht. Ich bin hier auf den Namen gekommen. Schwarzlicht. Und einmal Glühbirne. Also ganz normal. Könnt ihr das als Taschenlampe nehmen. Da flippen die Katzen voll aus. Ja, sie sind hier schon. Die haben schon den Laserpointer kurz gesehen. Da flippen die voll aus bei dem Laserpointer. Da sind die auf die gehen die auf die Barrikaden. Da springen die hoch, springen die runter, springen die überall hin. Das ist abnormal. So. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Würde ich sagen, war ja auch lange genug, das Video. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im... Ich muss jetzt hier alles noch wieder einpacken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Ach, Däumchen wären Träumchen, wenn es euch gefallen hat. Bimmelglocke nicht vergessen. Ich habe hier auch irgendwo so eine Animation jetzt, die ich selber gemacht habe. Ja. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Alle Produkte, die ich geholt habe, die ich bei Amazon geholt habe, packe ich euch unten drunter. Und hier Patex und so weit, suche ich vergleichbare und packe die auch bei Amazon. Also Amazon-Links euch unten runter. Ja, und das sind dann Affiliate-Links. Wenn ihr die dadurch einkauft, kriege ich halt 2-3% von Amazon. Tut euch nicht weh und kostet genau den gleichen Preis und ihr unterstützt mich dadurch ein bisschen. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.